Jo, hi, ich mache jetzt quasi Last Minute nochmal kurz eine Stunde. Drei Anmerkungen. Anmerkung 1, das ist quasi das gleiche Prinzip wie vorletzte Woche. Ich habe so einen Talk für so eine Konferenz eingereicht und ich dachte, ich nehme das jetzt zum Anlass, mal Folien vorzubereiten und sowas, falls der angenommen wird. B2, das ist die. Eine Abwandlung einer kognitiven Stunde, die ich hier schon mal vor ein paar Monaten gehalten habe, aber jetzt mit viel besseren Beweisen und ganz neuer Struktur. Und C habe ich vergessen. Ach so, C und mir ist gerade eben aufgefallen, so beim Last Minute irgendwie Folien zusammenwerfen, dass ich da nochmal so ein bisschen dran feilen muss an ein paar meiner Erklärungen, weil ich, während ich mir jetzt sicher bin, dass das alles korrekt ist, es ist, glaube ich, nicht so gut verständlich, wie ich mir das erhoffe, wenn ich das vor Nicht-Mathematikern in einer halben Stunde irgendwie runterrasseln soll. Aber ja, es geht um Go und spezifisch geht es um ein Problem, welches wir derzeit haben mit der Generics-Implementation in Go. Und um eine Einschränkung, die wir haben, die wir eigentlich gern loswerden wollen würden. Und ja, was, warum das schwierig ist und warum, ja, warum das alles kompliziert ist. Genau, die Einschränkung, um die es geht, ist, wir haben in Go können wir Typen constrain auf irgendwie sowohl auf Go-Interfaces, also auf irgendwie Sets von Methods. Aber wir haben eben auch diese sogenannten Union-Elemente, was vertikale Pipe ist. Und diese Union-Elemente sagen quasi, der Type, den ich constraine, der muss einer von den hier gelisteten Types sein. Und dieses Wiggle, dieser Tilde bedeutet, der muss Underlying Type haben. Das ist so ein Go-Konzept. Und das heißt, es eine Sache, wo das irgendwie relativ nützlich wäre, ist, wenn wir ausdrücken wollen, das Prinzip, wir wollen irgendwas, was wir ultimativ benutzen können wie einen String. Also etwas, was entweder bereits ein String ist, so zugrunde liegend, oder etwas, was fimp.stringer implementiert. Fimp.stringer ist ein Interface, ein Go-Interface das hat eine String-Methode, die einen String zurückgibt und das ist das, was benutzt wird, um so, in Rust nennt man das Debug oder so, den Trait. Das ist etwas, was man benutzt, um Dinge zu stringifyen, wenn man sie irgendwie loggt oder so. Und als so ein Toy-Beispiel, um zu beschreiben, wie man das dann benutzen würde, ist, wir könnten jetzt sagen, wenn wir so eine Stringify-Funktion hätten, die so ein String-ish bekommt, dass wir switchen, was da wirklich drin ist. Und wenn das eben so eine String-Methode hat, dann rufen wir die auf und geben die zurück. Und wenn das ein String ist, dann geben wir den String einfach zurück. Und sonst machen wir Reflect-Stuff, der euch, wenn ihr kein Go könnt, nicht interessiert. Der ist nur dafür da, um quasi diese Tilde-Situation abzufangen. Das ist, for what it's worth, eine Side Note für einen zukünftigen Talk, ist, wie man diese Switches schöner macht und weniger hackisch macht und dieses Reflect nicht mehr braucht. Aber for now verstehen wir irgendwie so, es wäre voll cool, wenn wir diese Union-Elemente benutzen könnten, um irgendwie so zu sagen, oh, wenn das so eine Methode hat, dann benutzen wir die Methode und sonst benutzen wir halt zum Beispiel die Operatoren, die in Go eingebaut sind. Also zum Beispiel benutzen wir in Go diese Pipe-Elemente auch, um eingebaute Operatoren zu benutzen, um kleiner und größer zu benutzen, indem wir sagen, naja, wenn das irgendein Integer-Type ist, dann dürfen wir Plus und Minus und kleiner und größer benutzen. Und so können wir quasi eine generische Maximumsfunktion auf Integer definieren, auf allen Integer-Datentypen. Ja? Der Type-Switch, den gibt es genau schon so, das ist ein ganz regulärer Go-Type-Switch, aber der inhaltlich nicht so furchtbar wichtig. Wie du siehst, der convertet erst dieses V, was ja eigentlich ein konkreter instanzierter Type ist, in ein Interface, in Any, also Empty Interface. Und dann macht er eine normale Type Assertion da drauf, um das wieder zu entpacken. Und das Thema hatten wir vor 2 Wochen, wie diese Interface Type Switches funktionieren. Aber wie gesagt, da will ich eigentlich nicht furchtbar viel Zeit drauf verschwenden. Es geht eher so um das generelle Prinzip. Wo wir zum Beispiel uns auch vorstellen könnten, dass das sehr hilfreich wäre, ist, ich habe gesagt, wir benutzen das, um eingebaute Operatoren zu benutzen. Aber jetzt haben wir zum Beispiel, wenn wir eine Sortierfunktion haben wollen, dann soll die halt nicht nur mit eingebauten Typen benutzen, die halt kleiner und größer unterstützen. Go hat halt kein Operator-Overloading, sondern sie soll vielleicht auch mit Composite-Types funktionieren, sowas wie mit irgendwelchen Structs, die das noch nicht unterstützen, die haben kein größer und kleiner.
Und das würden wir halt vielleicht über eine Methode machen wollen, um sowas wie Operator Overloading für unsere Sortierfunktion zu bekommen. Und auch dafür wäre das halt sehr hilfreich, so Union-Elemente haben zu können, in der wir Interfaces mit Methoden listen. Aber wenn wir diesen Code jetzt so schreiben würden, dann sagt uns der Compiler, lol, nope. Der sagt, cannot use fim.stringer in Union, fim.stringer contains methods. Und der Grund dafür ist, dass die Go-Spec sagt, a union with more than one term cannot contain the pre-declared identifier comparable, was der ist, ist euch auch egal, or interfaces that specify methods or embed comparable on interfaces that specify methods. Im Wesentlichen sagt die Spec, wenn du Union-Elemente benutzt, dürfen die ganzen Interfaces, die du da drin aufzählst, die ganzen Typen, die du da, also die ganzen Interfaces, die du da drin aufzählst, dürfen keine Methoden haben. Und das ist ein bisschen weird. Warum ist diese Restriction da? Und diese Restriction ist relativ last minute eingeführt worden, vor irgendwie 1,5 Jahren, als wir mit Generics rauskamen. Und der Grund dafür ist, naja, wenn wir die nicht hätten, dann würden Dinge kompliziert werden. Und wie kompliziert sie werden, das erkläre ich jetzt. Und um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen verstehen, was P und NP schwere Probleme sind. Und das ist jetzt der Mathe-Teil, den ich sehr spaßig finde. P ist, ich gehe nicht zu sehr in irgendwie die technischen Definitionen, aber anschaulich sind P irgendwie Probleme, die man effizient lösen kann mit so einem Computer. Und NP sind die Kla sind, ist eine Klasse von Problemen, die man effizient checken kann. Das heißt, ein Problem in P, da kann ich dir sagen, wenn ich dir das gebe, kannst du relativ einfach einen Algorithmus schreiben, der das löst, und dann kannst du mir eine Lösung dafür geben. Aber ein Problem in NP ist ein Problem, wo ich dir, wenn ich dir das Problem gebe und ich gebe dir eine Lösung für dieses Problem, kannst du relativ effizient checken, dass das wirklich dieses Problem löst. Und als ein einfaches Beispiel ist, wenn ich dir sage, hier hast du zwei Integer, multipliziere die mal miteinander, dann kann man das effizient implementieren. Es gibt einen effizienten Algorithmus, der beliebig große Integers miteinander multipliziert. Aber wenn ich dir sage, hier ist so ein Integer, finde mir mal die Primfaktoren dieses Integers, dann ist das nicht, also presumably nicht einfach zu lösen. So, das kennt ihr vielleicht, das ist, weil das wahrscheinlich schwierig ist, ist RSA ein Kryptoalgorithmus, der funktioniert. Sonst könnte man RSA einfach brechen. Das heißt, aber auf der anderen Seite, wenn ich euch sage, hier ist ein Integer, ein großer Integer, und hier sind zwei Primzahlen, bitte verifizier mir mal, dass diese zwei Primzahlen die Primfaktoren dieses Integers sind, dann könnt ihr das wiederum sehr einfach machen, weil der multipliziert dann einfach diese beiden Integers, die ich euch gegeben habe, checkt, ob das der Integer ist, den ich faktorisieren sollte und sagt, ja, das ist eine korrekte Lösung. Oder nein, das ist keine korrekte Lösung, weil da kommt ja was ganz anderes raus. Ne? Und das heißt, Multiplikation ist so ein P-Problem und irgendwie Faktorisierung ist so ein NP-Problem. Das ist einfach zu verifizieren, aber das ist potenziell hart zu lösen. So, streng genommen wissen wir nicht, wie hart das wirklich ist, aber again, technische Details. So, warum erzähle ich euch jetzt von P versus NP? Naja, der Grund ist, dass Interfaces erfüllen halt, die haben so zwei Seiten, sage ich mal. Die eine Seite ist, dass sie sagen, was man mit so einem Type machen kann. Ne? Das heißt, wenn ich so einen Interface fim.stringer habe, dann sagt mir das, ich darf darauf die String-Methode aufrufen, weil das halt die Definition des Interfaces, das hat seine String-Methode, aber ich darf halt nicht MarshallJSON darauf aufrufen, weil, naja, das ist halt so eine Stringer-Methode, ne? Der ist so ein Stringer-Interface, das hat keine MarshallJSON-Methode, sondern nur eine String-Methode. Das heißt, auf der einen Seite definiert ein Interface immer, wenn ich einen Wert dieses Typen habe, was kann man damit denn so tun? Auf der anderen Seite sagt es uns, was für Typen darf ich in so einen Interface eigentlich reinstecken? So. Und das heißt zum Beispiel time.second, time.duration ist so ein Typ, den ich da reinstecken darf, weil time.duration hat so eine String-Methode. Das wissen Leute auf Go-Konferenzen, das wisst ihr vielleicht nicht. Aber zum Beispiel int darf ich da nicht reinstecken, weil so ein Integer, also der eingebaute Integer hat da keine String-Methode. So. Das heißt, die Connection zu P versus zu diesem P und NP, zu dieser P und NP-Frage ist ja, ist jetzt also quasi auch, genauso wie wir da zwei Seiten haben, so die eine Seite ist eine Lösung verifizieren und die andere Seite ist eine Lösung zu finden, so haben Interfaces auch zwei Seiten. Die eine Seite ist,
wenn ich einen gegebenen Typ habe, verifizieren, dass er wirklich einen Constraint erfüllt. Und die andere Frage ist, gegeben diesen Constraint, was kann man eigentlich, was für Typen erfüllen den eigentlich? Und so, das eine ist halt quasi so die Verifikationsseite von diesem P versus M, dieser P versus MP-Frage. Und die andere Seite ist quasi diese Lösungsseite. Ich habe nur den Constraint und ich möchte aus diesem Constraint irgendwie herleiten etwas über diese Typen. So. Und die beiden Seiten treffen sich jetzt, wenn wir uns überlegen, angenommen, wir haben eine generische Funktion und dann haben wir eine andere generische Funktion und die eine Funktion ruft die andere auf mit ihrem Type-Argument. Zum Beispiel in diesem Fall haben wir f. F constraint sein Type-Argument, sein Type-Parameter auf irgendwie so einen C1 und g constraint sein Type-Parameter auf C2. Und jetzt sagen wir, wir wollen jetzt f aufrufen, instanziert mit unserem Type-Parameter, mit diesem Wert. Und ist diese Operation eigentlich erlaubt? Und da treffen sich eben genau diese beiden Fragestellungen, weil wir jetzt beantworten müssen, sind alle Typen, die C2 erfüllen, erfüllen die eigentlich auch C1? Das heißt, ist eigentlich das eine erlaubte Operation, diese Instanzierung? Weil diese Instanzierung darf nur erlaubt sein, wenn der Typ den Constraint von F erfüllt. Das heißt, ja, deswegen müssen wir müssen jetzt also irgendwie diese Frage beantworten können, wenn wir in der Lage sein wollen, so generischen Go-Code zu type-checken, müssen wir die Frage beantworten können, gegeben ein Constraint A und ein Constraint B, erfüllen eigentlich alle Typen, die Constraint A erfüllen, auch Constraint B. So. Und Unions, stellt sich raus, machen das jetzt kompliziert, weil jetzt ist so das einfache Beispiel, was ich habe, ist angenommen, wir haben jetzt so eine Funktion, die ist, wir haben immer noch das Stringify von der vorherigen Folie und wir haben jetzt ein Stringify, das nimmt einen Slice von Elementen und Stringify die halt alle, indem es einfach diese Stringify-Funktion aufruft. Die Frage ist, ist das jetzt eigentlich erlaubt? Und on the surface of it, so, ja, natürlich ist das erlaubt, weil es ist beides der gleiche Constraint. Okay? Und das ist ja fair. Wenn das beides der gleiche Constraint ist, ist es irgendwie fair. So intuitiv ist das dann klar, dass ja, alle Typen, die stringisch erfüllen, die erfüllen stringisch. Ne? So. Aber jetzt können wir uns irgendwie ein komplizierteres Beispiel bauen. So. Und jetzt habe ich hier, also so dieses Beispiel ist jetzt ein bisschen komplizierter. Jetzt haben wir hier irgendwie drei Interfaces x, y, z, die jeweils einfach eine Methode x, eine Methode y, eine Methode z beschreiben. Ne? Und jetzt ist unser Constraint C1, der Typ muss entweder x oder y implementieren und er muss y oder z implementieren und er muss z oder x implementieren. So, das kann man jetzt so hinschreiben. Wenn der Compiler uns das erlauben würde, könnten wir das jetzt so hinschreiben. Und wenn wir uns das jetzt so ein bisschen überlegen, wenn jetzt ein Typ nur, sagen wir, der hat nur die x-Methode, aber nicht die y- und nicht die z-Methode, ne? Dann implementiert er x oder y, weil er implementiert x, und er implementiert z oder x, weil er implementiert x, aber er implementiert nicht y oder z, ne? Weil er hat die y- und die z-Methode nicht. Wenn wir uns aber einen Typen anschauen, der zum Beispiel, der irgendwelche zwei von diesen Methoden hat, dem fehlt eine dieser Methoden, ne? Dann können wir sagen, wenn er zum Beispiel x und y hat, naja, dann implementiert er x oder y, weil er implementiert beides. Er implementiert auch y oder z, weil er hat eine y-Methode. Und er implementiert auch z oder x, weil er hat eine x-Methode. So, das heißt, dieser Constraint C1 wird erfüllt von allen Typen, die mindestens zwei der Methoden x, y, z haben. Right? Weil wenn wir nur eine haben, reicht das nicht, aber sobald wir zwei haben, ist alles erfüllt. Okay, jetzt können wir diesen gleichen Constraint aber auch anders ausdrücken, indem wir jetzt ein Interface bauen, welches sagt, naja, der Typ muss die X- und die Y-Methode haben, und das nennen wir XY, und der Typ muss die Methode Y und die Methode Z haben, und das nennen wir YZ und so weiter, und dann bauen wir einen Typen, der sagt, der Typ muss XY implementieren oder YZ implementieren oder ZX implementieren. Und das ist offensichtlich das gleiche Interface, also das ist der gleiche Constraint, die gleiche Menge an Typen stecken da drin, weil, naja, wenn er die X- und Y-Methode hat, dann erfüllt er dieses Oder, weil er den ersten implementiert. Wenn er die Y- oder Z-Methode hat, dann erfüllt er den zweiten. Wenn er die Z- und die X-Methode hat, dann erfüllt er den dritten. Aber wenn er nur eine dieser Methoden hat, dann erfüllt er keines der drei. So, das heißt, C2 beschreibt die gleiche Menge an Types, ne? Es ist die Menge aller Types, die mindestens zwei der Methoden X, Y und Z haben.
Sieht aber komplett anders aus, so für den Compiler. Also der Compiler sieht da jetzt irgendwie so zwei Constraints und jetzt kann der halt nicht mehr einfach so sagen, ja, stringisch ist gleich stringisch, ne? So. Und deswegen können wir uns jetzt so fragen, sollte das eigentlich legal sein, wenn f g aufruft und g f aufruft? Ist das legal? Ist das nicht egal? Darauf muss der Compiler jetzt also irgendwie eine Antwort geben, wenn wir sagen, diese Interfaces hinzuschreiben ist legal. Und derzeit ist unsere Antwort halt zu sagen, ist halt nicht legal. So, und jetzt stellt sich raus, dass diese Antwort zu finden ist nicht nur schwierig, sondern literally so schwierig wie geht. Und um das zu verstehen, müssen wir über NP-Vollständigkeit reden. So, ich habe erklärt, was NP-Probleme sind. Und dann habe ich so ein bisschen so impliziert, dass irgendwie Faktorisierung von Integer-Problemen schwierig durchzuführen ist, aber technisch gesehen wissen wir das nicht. Und die Frage, ob das technisch gesehen wirklich schwierig ist, nennt sich P versus NP. Und wir haben bisher noch keine Antwort darauf. Wir wissen noch nicht, ob es Probleme gibt, die in NP sind, aber nicht in P sind. Aber wir können eine andere Frage beantworten. Und zwar, wir wissen, dass es Probleme gibt, die sind so schwer, mindestens so schwer wie alle anderen Probleme in NP. Und das heißt, was wir sagen können ist, naja, wenn die eine effiziente Lösung hätten, dann hätten alle Probleme in NP eine effiziente Lösung. Und wenn die keine haben, dann gibt es Probleme offensichtlich, die in NP sind, aber nicht in P. Und das heißt, so können wir andere Probleme, indem wir andere Probleme, wenn wir also ein beliebiges Problem nehmen und sagen können, wenn wir dieses Problem lösen können, dann könnten wir auch eins dieser NP-vollständigen Probleme lösen. Würde uns das sagen, dieses Problem, was wir hatten, ist auch NP-vollständig. Das heißt, es ist auch mindestens so hart wie alle anderen Probleme in NP. Und im Allgemeinen gehen wir davon aus, dass Probleme, die in NP sind, nicht effizient lösbar sind. So, das ist so, wovon wir so im Alltag ausgehen, weil sonst ist unser Leben schwer. So mit Krypto und sowas, die ganze asymmetrische Kryptographie funktioniert dann einfach nicht mehr. Anyway. So, das heißt, wenn wir in der Lage sind, irgendwie Probleme zu reduzieren, wieso? Die Folien sind out of order. Cool, warte, wirklich? Habe ich eine Folie übersprungen? Ich habe eine Folie übersprungen. Oh, cool, großartig. Eines dieser Probleme, stellt sich raus, ist das Boolean Satisfiability Problem. Und das ist so eines das ist das erste, für das das gezeigt wurde, dass das eben NP-vollständig ist und deswegen ist das eines der ganz klassischen Probleme zu reduzieren. Und bei dem boolischen Satisfiability-Problem geht es darum, angenommen, ich gebe euch so eine boolische Formel, dann sollt ihr bestimmen, ob es ein Input gibt an diese Formel, für die diese Formel true zurückgibt. Also zum Beispiel, wenn wir so eine Formel haben in x, y und z, die ist nicht x oder z und y oder z und x oder nicht z, dann können wir da X's und Y's und Z's einsetzen und schauen, ob die true oder false ist. Und zum Beispiel, wenn wir true, true, false einsetzen, sehen wir hier, naja, dann ist der erste Term hier ist false, weil nicht true oder false ist false. Und der zweite Term, ja, und damit ist bereits die ganze Formel false. Aber zum Beispiel, wenn wir false, true und false einsetzen, dann können wir das alles ausklabüsern und sehen, diese Formel ist erfüllt. Das heißt, für diese spezifische Formel können wir jetzt sagen, diese Formel ist satisfiable, die ist erfüllbar. Und wir haben ein Assignment gefunden, das Assignment false, true, false, für das sie erfüllt ist. Und das ist jetzt einfach mit drei Variablen, aber es stellt sich raus, soweit wir wissen, gibt es keine bessere Lösung, dieses Problems zu lösen, als alle möglichen Assignments auszuprobieren. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn jede Variable, Input-Variable, entweder true oder false, dass es zwei Assignments hat, dann haben n Input-Variablen, haben 2 hoch n Assignments und damit steigt dieser Algorithmus, die Laufzeit dieses Algorithmus steigt halt exponentiell, weil wir müssen 2 hoch n verschiedene Möglichkeiten im Zweifelsfall ausprobieren. Und bisher wissen wir noch keinen wirklich besseren Algorithmus. Sternchen, zumindest wenn die Input-Formel in konjunktiver Normalform ist. Das ist ein technisches Detail. Das ist ein sehr wichtiges technisches Detail, aber ich will jetzt nicht erklären, was das bedeutet. Aber diese Formel hier ist in konjunktiver Normalform. Also konjunktive Normalform bedeutet, die sieht so aus. Wir haben so uns und jeder einzelne Term ist ein Oder von einzelnen Variablen, wobei jede Variable nochmal negiert sein darf. Das ist konjunktive Normalform. Das ist wichtig, weil je nachdem,
wenn die Struktur der Formel anders aussieht, dann ist das Problem wiederum effizient lösbar. Und da kommen wir auch später nochmal zurück. Anyway, so, das heißt, wir haben jetzt so ein Problem. Und wenn ich jetzt also behaupten will, dass generischen Go-Code Types zu checken NP vollständig ist, wenn wir Methoden in Unions erlauben würden, dann habe ich jetzt also so einen Kandidaten, auf den ich das reduzieren könnte. Wenn ich jetzt also sagen kann, angenommen, ich kriege eine beliebige Formel gegeben, dann kann ich die so übersetzen in ein Go-Programm, dass dieses Go-Programm kompiliert oder nicht kompiliert, je nachdem, ob diese Formel satisfiable ist oder nicht, dann müsste mein Compiler das Satisfiability-Problem lösen, um Go-Type zu checken. Weil dann muss der Compiler mindestens mal in der Lage sein, für jede Formel zu bestimmen, ob sie satisfiable ist oder nicht. Und diese Übersetzung, die machen wir jetzt zusammen, ein bisschen. So, und diese Übersetzung funktioniert so, indem wir erst für jede Formel führen wir so zwei Interfaces ein. Das eine Interface nennen wir X und das hat einfach eine Methode X. Und das andere Interface nennen wir NotX, das hat eine Methode NotX. Und dann können wir einfach unsere Formel übersetzen. Also das ist die Formel von meinem Beispiel gerade. Not x oder z, y oder z und x oder not z. Okay? Und das ist jetzt so die naive Übersetzung. Diese naive Übersetzung hat aber so ein paar Probleme. So. Und zwar, naja, ein Typ kann halt weder x noch not x haben. Der kann einfach keine Methoden haben. Und mit Input-Variablen, die müssen halt true oder false sein. Die können nicht keins von beiden sein. Gleichzeitig kann auch ein Typ beides von x und not x haben. Und again, boolsche Variablen können nicht sowohl true als auch false sein. Die müssen halt eins von beiden sein. So, und das heißt, irgendwie müssen wir jetzt, also unser naiver Ansatz ist jetzt also noch unvollständig, weil unser naiver Ansatz garantiert noch nicht, dass wir wirklich für jede Variable genau eine der Methoden x oder nicht x haben. Okay, so, der erste Schritt ist relativ einfach. Der erste Schritt ist, wir schreiben einfach einen Constraint, der sagt, naja, für jede Variable muss unser Typ mindestens eine der beiden Methoden haben, indem wir sagen, ich definiere ein Type TND1, TND steht für Tertium non dator, das ist der Mathematiker in mir, so nennen wir das in Mathematik, dass eine boolesche Variable entweder true oder false und nicht beides ist, das nennen wir Tertium non dator, Aufschluss des dritten, anyway. Und dieses Interface sagt Constraint den Type auf, es muss entweder eine X-Methode haben oder eine NotX-Methode und es muss entweder eine Y-Methode oder eine NotY-Methode haben und es muss entweder eine Z- oder eine NotZ-Methode haben. Und jetzt ist offensichtlich jeder Typ, der TND1 implementiert, muss zumindest mal für jede Variable mindestens eine dieser Methoden haben. Also es muss mindestens eine Variable enthalten. So, mindestens eine Variable sein. So, das löst aber noch nicht unser Problem, dass ein Typ auch beide Methoden haben kann. So, und das Problem zu lösen, dafür benutzen wir jetzt das, was ich vorhin gesagt habe. Angenommen, wir haben eine generische Funktion, die eine andere generische Funktion aufruft, dann müssen wir die Frage beantworten, erfüllt jeder Typ, der A erfüllt, auch B? Und eine andere Art und Weise, die Frage, erfüllt jeder Typ, der A erfüllt, auch B, ist äquivalent zur Frage, gibt es einen Typen, der A erfüllt, aber B nicht erfüllt? Ne? Wenn die Antwort auf diese Frage Nein ist, dann erfüllt jeder Typ, der A erfüllt, auch B. Wenn die Antwort Ja ist, stimmt das nicht. Dann gibt es offensichtlich einen Typen, der A erfüllt, aber B nicht erfüllt. So, das heißt, wir können jetzt diesen Aspekt ausnutzen, dass wir dadurch, durch diese Reformulierung dieses Problems, dieser Fragestellung, erfüllt jeder Typ, der A erfüllt, auch B, diese Reformulierung gibt uns auf einmal eine Negation in unsere Constraint Language, weil auf einmal unser Nicht-B ist jetzt negiert. Wenn A, gibt es einen Typen, der A und Nicht-B hat. Und das stellt sich raus, ist sehr wichtig, wenn wir unser Satisfiability-Problem anlösen können, weil jetzt können wir ein zweites Interface definieren für unser TND-Problem, welches diesmal so aussieht, als, naja, wir definieren für jede Variable ein Interface, das hat sowohl x als auch not x, es hat sowohl y als auch not y und es hat sowohl z als auch not z und dann definieren wir ein Interface, welches, das ist falsch, so wie üblich, habe ich die hier noch offen, good to notice.
Und das ist, naja, TND2 ist der Constraint, wenn es TNDX, TNDY oder TNDZ ist. Das heißt, TND2 ist erfüllt, wenn der Typ für irgendeine der Input-Variablen beide Methoden hat. Und jetzt können wir sagen, können wir dieses Programm schreiben. Wir sagen, f ist eine Funktion, deren Teilparameter Constraint ist auf sowohl Formula, Formula ist unsere naiv übersetzte Formel, als auch TND1. TND1 ist der Constraint, es muss auf jede Variable, für jede Variable mindestens eine der beiden Methoden x und not x haben. G ist Constraint auf TND2. TND2 ist der Constraint, es hat für mindestens einen der Variablen beide Methoden. Und dann rufen wir von f g auf und instanzieren es mit t. Und das stellt jetzt also die Frage, erfüllt jeder Typ, der Formula und TND1 erfüllt, auch TND2? Oder anders ausgedrückt, gibt es einen Typ, der Formula erfüllt und TND1 erfüllt, aber nicht TND2 erfüllt? Und jeder Typ, der das tut, gibt uns ein Assignment für unsere Formel, weil der sagt, für jede Variable hat er eine der beiden Methoden, x oder nicht x. Für keinen unserer Typen hat es sowohl x als auch not x. Damit haben wir also für jede Variable genau eine der Methoden x und not x. Und außerdem erfüllt er auch Formula. Und damit muss dieser Typ offensichtlich, ist dieser Typ ein valides Assignment an unsere boolesche Formel. Das heißt, wenn wir einen Compiler hätten, der dieses Programm kompiliert, dann und nur dann, wenn das type-safe ist, so intuitiv, dann müsste dieser Compiler boolesche Satisfiability auf der konjunktiven Normalform solven. Soweit wir wissen, ist das sehr schwierig und hart und wir wollen idealerweise nicht von unserem Go-Compiler verlangen, dass er da in der Lage ist, sowas zu tun, weil es stellt sich raus, so SAT-Probleme in der Praxis sind die halt oft schon lösbar, so NP-schwere Probleme, indem du einfach Heuristiken drauf wirfst und Compute und so. Auch durchaus große Instanzen sind durchaus lösbar, aber A bedeutet das, naja, es ist halt schon möglich, Programme zu bauen, die exponentiell lange zu compilen brauchen, was für eine Sprache, die sehr viel Wert auf geringe Compilezeit gibt, sehr schlecht ist. Und B sind so Probleme dann, sind diese ganzen Heuristiken häufig nicht deterministisch. Das heißt, es ist auch sehr schwierig zu sagen, ob jetzt ein Programm valide ist oder nicht, oder das zu definieren, weil diese Heuristik halt häufig dann, da musst du halt in die Spec irgendwie diese Heuristik reinschreiben oder halt so. Und C, meistens sind diese Probleme auch sehr schlecht darin, Fehlernachrichten zu geben. Also wenn ihr schon mal versucht habt, in eurem Package Manager widersprüchliche liegt auch neben meiner Tasche. Ah nee, oder ich habe euch den Schlüssel gegeben. Wo war ich stehen geblieben? Wenn ihr schon mal versucht habt, in eurem Package Manager konfliktierende Pakete zu installieren, ist euch vielleicht aufgefallen, der rödelt dann so Ewigkeiten vor sich hin und dann sagt er, ich kann nicht alles installieren, was du willst. Und dann musst du den so lange draufhauen und meistens kann er dir halt nicht so richtig gut sagen, welches Paket du jetzt entfernen solltest oder dazu installieren solltest, damit das irgendwie geht. Und das liegt alles daran, dass halt diese Probleme in der Praxis einfach, ja, wir können die häufig lösen mit Heuristiken, aber dann ist häufig der Failure-Mode ist extrem schwer zu erklären. Und das bedeutet, dann hätten wir also einen Compiler, der halt vielleicht das Problem lösen kann, aber der im Servicer, wenn euer Programm invalide ist, euch nicht sinnvoll sagen kann, was eigentlich kaputt ist. Und das wollen wir alles nicht. So, was bedeutet das für die Zukunft? Für die Zukunft, wir wollen das eigentlich immer noch. Wir wollen eigentlich immer noch diese Restriction irgendwie loswerden. Aber wenn wir das tun wollen, müssen wir, das ist, also wir haben jetzt einen sauberen Beweis, dass wenn wir das wollen und wenn wir nicht NP-Vollständigkeit verlangen wollen, müssen wir entweder irgendwie immer noch restriktieren, was für Interfaces wir ausdrücken können. Derzeit ist unsere Restriktion, du kannst einfach gar keine Methoden haben in Typen, in Unions. Aber vielleicht finden wir irgendeine laxere Restriktion, die es uns trotzdem erlaubt, das Problem zu lösen. Technisch, wir können auch einfach sagen, unser Compiler
sagt dann halt im Zweifelsfall eher nein als ja. Aber es stellt sich raus, also weil das Problem ist nur, unsere Reduktion funktioniert nur dann, wenn wir sagen, das Programm soll compilen, dann und nur dann, wenn es intuitiv die gleiche Menge an Typen beschreibt. Aber wir könnten ja zum Beispiel auch sagen, zum Beispiel ganz naiv könnten wir sagen, naja, wenn beide Constraints die gleichen sind, wie zum Beispiel in Stringish, dann erlauben wir diesen Call, aber wenn diese beiden Interfaces nicht das gleiche Interface sind, dann erlauben wir diesen Call nicht. Das könnten wir ganz naiv sagen, aber das wäre halt schon wieder sehr konservativ. Aber vielleicht finden wir einen Zwischenweg, ne? Irgendwas, was zwischen wir lösen satt ist und wir erlauben nur Identität. Vielleicht findet man so. Und das sind so die beiden Knobs, die wir haben. Und die interagieren auch, je nachdem, welche Constraints wir erlauben und welche Algorithmen wir erlauben, kriegen wir unterschiedliche Ergebnisse. Aber eine gute Nachricht ist, dass wenn wir die zum Beispiel einfach Methoden in Union-Elemente erlauben würden, aber das nur ein Level tief machen. Das heißt, wir erlauben eine Union mit Methoden, aber wir erlauben keine Union von Interfaces, die selbst wiederum Unions mit Methoden haben, ne? Sondern wir erlauben nur Unions, quasi nur Unions von Interfaces, die derzeit auch erlaubt sind. Wenn wir das tun würden, wäre das Problem lösbar. Stellt sich raus. Weil dann ist auf einmal unsere Interface-Struktur, stellt sich raus, die Formen sind dann alle in disjunktiver Normalform, stellt sich raus, ist Satisfiability einfach lösbar. Und das ist so ein bisschen so eine, das wäre so eine Kompromisseinschränkung, weil sie immer noch viele, die würde zum Beispiel unser Stringish, würde sie erlauben, weil in Stringish ist String oder 5.Stringer und 5.Stringer selbst hat nur eine Methode und damit würde das Stringish schon erlauben. Aber ist es immer noch vielleicht ein bisschen verwirrend, warum dann manche Sachen erlaubt und welche nicht. Aber zumindest ist da Licht am Ende des Tunnels. Zumindest können wir, wenn wir das so konkret formuliert haben, jetzt anfangen darüber nachzudenken, was konkrete Einschränkungen sind, die wir bereit sind zu machen. Und das ist, wo wir quasi gerade so hinschauen. Also gerade schauen wir jetzt quasi so hin. So, wir wissen jetzt, wenn wir das allgemein auflösen, garantiert NP vollständig, wollen wir garantiert nicht. Aber wir haben halt jetzt sehr konkrete Sachen, wo wir drauf schauen könnten, zu wie wir Dinge einschränken und wie wir sie nicht einschränken wollen. Und vielleicht wird das irgendwann in der Zukunft also passieren. Cool, ja, und das war's. Ja, Empire. Die interessante Frage ist, wie gehen andere Sprachen mit demselben Problem um? Andere Sprachen haben dieses Problem nicht, weil andere Sprachen diese Union-Elemente nicht haben. Rust hat Unions, Rust hat Union-Types, aber Rust hat nicht Unions in Constraints, in Traits. Rust hat nicht, also, und da ist eine andere Komplexität. Genau, also Rust hat Union-Types, das heißt, Rust hat Types, die A, B oder C sein können, aber Rust hat nicht diese Möglichkeit zu sagen, ich möchte, soweit ich weiß, ich möchte, dass entweder A oder B, dass die einzig validen Input-Typen sind folgende Liste. Es sei denn, mich will jemand, der Rust kann, will mich korrigieren in der Hinsicht. Und der nächste Schritt ist dann noch, selbst wenn das kann, ist dann der übernächste Schritt ist dann ja auch, wenn die Unions nur konkrete Typen sind und nicht selbst Trade-Objekte dann, oder Interfaces, dann ist das ja auch wieder kein Problem. Ne, das Problem kommt ja wirklich nur durch diesen... So. Und das ist, for what it's worth, auch warum ich das so formuliert habe, ist, um wirklich zu zeigen, hier ist sehr wenig Magie drin. Eine alte Version, meine vorherige Version dieses Talks, hat ein bisschen Magie benutzt, indem sie sowas gesagt hat wie, statt not x ist eine not x Methode, hat es gesagt, x gibt int zurück, mit der Idee, dass dann ein Typ nicht beide Methoden haben kann, weil entweder gibt die Methode etwas zurück oder sie gibt nichts zurück und da steckt halt Magie drin. Hier steckt jetzt halt wirklich gar keine Magie mehr hinter und hier ist jetzt wirklich sehr gut sichtbar, die minimalen Ingredients, die du brauchst, um das NP vollständig zu machen, sind wirklich nur, wir haben irgendwie die Möglichkeit, ein Type auszudrücken, ein Type-Constraint auszudrücken als, das ist einer von folgender Liste anderer Interfaces.
Und diese Interfaces können dann selbst wiederum diese Methoden haben. Und ja, also Rust kann das einfach nicht. Die andere Antwort ist, es gibt Sprachen, die, ich weiß zum Beispiel von Haskell, Haskell selbst hat solche Probleme nicht, aber Haskell, es existieren Haskell-Erweiterungen, die auch solche Probleme aufwerfen. Und Haskells Antwort darauf ist, ja, dann bauen wir halt so einen Satzsolver in unserem Compiler. Und to be fair, Punkt, Punkt, Punkt. So, aber ja, also die Haskell-Kernsprache, ich habe aber gerade auch kein gutes Beispiel für eine Haskell-Erweiterung, aber ja, also, und dann ist halt irgendwie, die andere Sache ist auch so, ist zum Beispiel, wo die gleiche Frage aufkommt, ist Cargo zum Beispiel, hat auch einen Satzsolver. So gut wie alle Package-Manager für die meisten Programmiersprachen haben auch Satzsolver, weil, wie ich gerade erwähnt habe, Package-Management, stellt sich raus, ist auch NP-vollständig. Es sei denn, du machst, was Go macht, und Go erlaubt dir zum Beispiel nicht, obere Schranken an Dependencies zu setzen. Du kannst nicht sagen, ich brauche von Paket XYZ höchstens Version N. Und Go erlaubt das genau deswegen nicht, weil, wenn sie das erlauben würden, dann würde das Problem NP-vollständig. Genau, wir sehen wieder, dass der Clou an dieser Konstruktion, dieses Reduktionsbeweis aus Satisfiability, der Clou ist, irgendwo diese Negation reinzubekommen, und dadurch, dass halt die meisten Package-Manager so ein Negationsding haben, so ein ich nicht auf folgende Version oder nicht auf Version größer als XYZ, dadurch werden die halt alle NP-vollständig, und die bauen dann halt entweder Satzsolver ein oder andere Custom-Solver, die de facto aufs Gleiche hinauslaufen, weil die Probleme sind halt NP-vollständig. Und deswegen sieht man auch da so, viele andere Sprachen, manchmal, wenn sie solche Probleme encountern, zumindest manchmal, wenn sie solche Probleme encountern, gehen sie halt den pragmatischen Weg zu sagen, dann machen wir halt einen Satzsolver. Und Go ist da aber, also ich meine, to be fair, das sollte ich vielleicht auch erwähnen, ich habe mich unterhalten mit den Leuten, die primär über diese Fragen nachdenken, und mindestens einer von den beiden ist auch der Meinung, das könnten wir auch machen. Wir könnten da einfach so einen Satzsolver einbauen, oder wir probieren einfach mal, oder wir sagen einfach mal, ja, dann darfst du halt nicht zu viele Terme in deinen Formeln haben. Das ist eine andere Art und Weise, ich meine, eine andere Art und Weise einzuschränken, wie gesagt, zum Beispiel, wenn wir das Nesting-Level reduzieren und so. Ich bin mit dieser Lösung nicht zufrieden, alleine aus philosophischen Gründen, aber halt auch, weil einer der Hoffnungen ist, jetzt gehen wir vom Hundes in das Haus, ist, diese Union-Interfaces zu benutzen für tatsächliche Union-Types in Go. Das war eine Hoffnung, dass, wenn wir diese Union-Constraints haben, dass wir die dann benutzen können, um vielleicht mal Union-Types in Go zu bekommen. Und spätestens an der Stelle finde ich dann, jedes Level an Artificial Restrictions wird halt problematisch. So, derzeit können wir das noch machen, weil derzeit gibt es nur eine endliche Menge an Types, für die es Sinn ergibt, sie da drin aufzudröseln in diese Interface-Nestings. Es gibt nur endlich viele Operatoren in Go, das heißt, es gibt nur endlich viele Interfaces, die es überhaupt Sinn ergeben, in Unions zu haben. Und dann ist es okay, wenn wir irgendwie Methods nur in das Top-Level reinschreiben, und dann geht das. Aber sobald wir halt irgendwie Union-Types haben, die zum Beispiel famously für Abstract Syntax Trees benutzt werden, fände ich das sehr unzufriedenstellend zu sagen, naja, du kannst halt den AST deiner Pet Programming Language nicht ausdrücken, weil du zu viele AST-Knotentypen in deinem Programm hast. Also, das finde ich halt in deiner Grammatik hast. Oder so. Fände ich halt sehr unzufriedenstellend. Aber, I don't know, es ist eine Diskussion. Meine Meinung ist, ich will eigentlich garantieren, dass wir keine NP-vollständigen Probleme lösen müssen, auch nicht heuristisch. Ja, anyway. Du hattest noch eine Frage, Ampere. Ich glaube, die hast du schon gerade halb beantwortet, weil im Prinzip ist ja die Sache, wie bei Package Management, wenn ich die Negativbedingung loswerde, wäre das trivial zu lösen vergleichsweise. Ja. Was die relevante Frage aufwirft, da ich keine andere Sprache kenne gerade oder benutze, die diese negativen Bedingungen hat, wofür man die groß braucht. Nein, also wir brauchen keine negativ...
Also das ist so, okay, wir brauchen keine, die Frage war, warum brauchen wir diese Negativbedingungen? Meine Antwort ist, wir brauchen die schon nicht. Meine Antwort ist, diese Negativbedingung fällt natürlich raus aus der Definition von, wie Type-Checking funktionieren sollte, wenn wir Methoden erlauben. Weil, ich nehme das Feedback an und ich glaube, das Feedback stimmt auch einfach. Dieses Stringish-Example ist schon wieder zu naiv und dieses Example ist schon wieder zu kompliziert. Aber da gibt es ja Dinge dazwischen. Ja, So. das ist ja schon ganz gut. Ich hänge nur an der Stelle mit, wenn ich einfach sagen würde, also wenn ich das dünner machen würde, hätte ich das Problem nicht, das meine ich. Also wenn ich einfach alle Bedingungen vermaschen würde zu einem fetten Oder, solange es irgendwas davon implementiert ist und toll oder so. Ja, also das ist halt, wenn du sagst, du darfst nur ein Level an Nesting oder sowas haben. Dann ja, aber also ich glaube, ich verstehe nicht ganz, was du Nee, meinst. ich hänge gerade mental daran. Von Type-Array schon mal abgesehen, das ist jetzt zur Compile-Zeit nicht wichtig, wenn ich sowas im Java-Compiler Ja. Ja, also again, soweit ich weiß, kann der Java. Also ich wüsste nicht, dass Java dieses Problem ausdrücken kann, überhaupt. wahrscheinlich nicht. Ich habe es aber halt auch noch nie vermisst, deswegen. Ja, Ich glaube, halte es für möglich, dass das nicht genau, ausdrücken kann. ich glaube und ich, also ich glaube, ich muss mal ein Beispiel mal raussuchen, welches ein bisschen natürlicher ist zu warum diese Fragestellung aufkommt. Ich finde, eigentlich ist eigentlich ist das so ein Beispiel. Nicht ganz, aber so ein Pet-Beispiel. Weil eigentlich, also eigentlich ist halt dieses Ding, dieser Constraint erlaubt halt gar nichts. Right? Der erlaubt einfach nichts. Weil es gibt nichts, was du aussagen kannst über alle Typen, die Underlying Type String haben, als auch alle Typen, die oder eine Methode String haben. Weil du kannst weder sagen, dass sie eine Methode String haben, noch kannst du sagen, dass sie Underlying Type String haben. Und das heißt, es gibt dir keine Operatoren und es gibt dir aber auch keine Methoden. So. Und das heißt, eigentlich ist das Operationsset dieses Constraints ist erstmal leer. So. Und die einzige Art und Weise, wie wir damit irgendwie sinnvolle Dinge tun können, ist, indem wir irgendwie das weiter constrain, weiter refine, was wir an diesen Typen verlangen. Und ein Beispiel wäre halt, und in diesem Fall ist das halt, da ist dieses Beispiel halt schlecht, weil dieses Beispiel benutzt da klassische Type-Switches. Aber es existiert halt ein Proposal zu erlauben, sowas zu schreiben. Ich schreibe das hier mal ab. So, es gibt ein Proposal, das ist irgendwie so. Ich weiß nicht, was die Syntax ist. Vielleicht ist die Syntax so, die vorgeschlagen ist. So, ja, Sekunde. Ich wünschte, ich hätte hier Vim-Bindings. So, genau, also wo wir vorher haben wir auf den Typen dieses Wertes geswitcht und dann haben wir Dinge mit diesem Wert gemacht und dann haben wir so. Und es existiert ein Proposal zu sagen, wir wollen auf den Typen, mit dem unser Typparameter instanziert wurde, switchen. Und dann wäre in diesem Block wäre jetzt halt quasi der Typen wäre so hier wäre de facto die Idee wäre zu sagen, in diesem Block ist jetzt also S nicht nur in Stringish, sondern auch in so. Und dann ist der Typ weiter refined und auf einmal können wir auf einmal sagen, ah, jetzt muss das eine String-Methode haben. Und jetzt bräuchten wir diesen ganzen Reflect-Scheiß nicht mehr, weil wir jetzt auch sagen könnten, naja, wenn der Underlying Type String ist, dann wissen wir jetzt, es ist
Also das hier ist offensichtlich gleich 5.stringer. Jetzt ist das in stringish mit string ist gleich underlying type string. Und alles, was underlying type string hat, kann man nach string konvertieren. So. Und das heißt, wenn wir zum Beispiel so eine Type-Switches erlauben wollen, dann kommen auf einmal so Fragen sehr natürlich auf zu, was ist eigentlich so die Intersection von Typesets und so. So. Und das Gleiche, aber das Gleiche ist, wir haben zum Beispiel den Vorschlag, so einen Typen Stringsec einzuführen, der underlying type string oder underlying type byte hat, mit der Idee, dass wir derzeit existiert so ein Paket Strings und es existiert so ein Paket Bytes und ich mach mal direkt größer. Und das sind zwei Pakete und dann sieht man irgendwie so, die haben halt so im Wesentlichen halt die gleichen Funktionen alle, nur halt in dem einen Paket ist es halt immer String und in dem anderen Paket ist es halt immer Byte-Slice. So, und deswegen wäre das voll hilfreich, so einen Type-String-Sec zu haben und dann könnten wir dieses Paket ersetzen. So, aber dann ist halt irgendwie hier so die Frage, wenn wir jetzt hier wiederum sowas machen wollen wie return string-sec.clone v, das sollte dann ja irgendwie ermöglicht sein, ne? So. Oder, also, nein, tatsächlich hier nicht, aber hier, ne? Weil das ist ja underlying type string und underlying type string erfüllt string oder underlying type bytes. So, und das heißt, diese Fragen tauchen schon natürlich auch auf. Die komplizierten Fragen mit diesen, wir machen irgendwie ganz furchtbares Nesting von Scheiß und konstruieren irgendwie pathologische Beispiele, die dann irgendwie in DNF explodieren und stuff. Das ist natürlich, Axel der Mathematiker stellt sich mal hin und spielt euer System kaputt. Aber die grundsätzlichen Fragen tauchen halt natürlich auf. Und ja, ich sollte irgendwie sinnvolle Beispiele dafür in meine Präsentation mit aufnehmen. Du hast verstanden, wie der Kotlin-Compiler genau dieses Problem löst. Nämlich ganz dreckig erlaubt, nur dass die Methode geinlined ist. Und dann hat sie konkrete Typen. Ja, okay. Die kannst du nicht compilen, ohne sie zu inline. Ja, jedenfalls, ja. Sonst noch Fragen? Ja, Robert? Du hast mich vorhin ein bisschen abgehängt bei dem letzten Schritt in der Beweis, wo wir eine Limitierung machen. Also wir haben irgendwie konstruiert, es gibt dieses Interface X und es gibt dieses Interface Y. Ja, okay, dann wirklich der letzte Schritt. Genau, also TND1, also Formula ist, die Methoden haben alle die richtige Formel, unsere Input-Formel. TND1 ist der Constraint, der unser Typ hat für jede Variable entweder mindestens x oder not x. Das heißt, er weist jeder Variable mindestens true oder false zu. Und TND2 ist, er weist, unser Typ hat von mindestens einer Variable sowohl x als auch not x. Right? So, wenn jetzt also dieser Call erlaubt ist, dieser Call von g mit diesem Typen t, dann bedeutet das, jeder Typ, der sowohl Formula erfüllt als auch TND1 erfüllt, das heißt, jeder Typ, der mindestens eine von beiden hat für jede Variable, dann erfüllt er auch TND2. So. Und genau, kommen Sie rein. Pizza. Genau, ja, genau. Das, also, und das ist, wo ich auch ehrlich gesagt vorhin ein bisschen gemerkt habe in den Folien, dass ich da noch eine bessere Erklärung brauche, ist, es fehlt noch dieses, Sekunde, ich mache eine Sekunde Pause, werden wir Pizza austeilen. Okay, um jetzt noch einmal ganz kurz den Ansatz zu versuchen, die Antwort auf die Frage zu erklären. Ja, ultimativ ist eigentlich irgendwie müssen wir das noch aufdröseln. Dieses, wenn es nicht kompiliert, dann eigentlich ist, was wir sagen, dass wenn das nicht kompiliert, ist es satisfying,
ist es satisfiable? Warte, wenn es nicht kompiliert... Ah ja, stimmt, doch, genau. Wenn es nicht kompiliert, dann ist es satisfiable. Korrekt. Aber das ist ja äquivalent. Ne? Wenn der Compiler, also das ist ja nur so eine Not. Wir schreiben so eine Not vor unser Reduktionsproblem. Ja, genau, das muss korrigiert werden, danke. Und außerdem muss ich das besser erklären, zu was das bedeutet und warum. Aber da verdreht sich mir auch immer wieder das Gehirn. Und ja, anyway. Gut, dann bin ich jetzt durch.